Gefahren, konnte dazwischen nichts Besseres gewesen sein. Das Argument blieb zwar nicht unwidersprochen, aber es hielt. Was sich verbessert hatte, die Prozesse wurden rechtsstaatlich durchgeführt, die Strafmaße gingen zunächst tendenziell wieder nach oben und Gefängnis war Gefängnis, ohne Verzett, großer Winkel, medizinische Versuche, Zwangsarbeit, Folter und Mord. Was geblieben war, die Vorstrafen, die von den NS-Gerichten verhängt worden waren, wurden als solche anerkannt. Die Pensionen, die den KZ-Schärfen zustanden, wurden ihren homosexuellen Opfern verwehrt. Es gibt keinen wegen Homosexualität verfolgten Menschen aus der NS-Zeit, dessen erlittene Qualen der neue Rechtsstaat entschädigen oder auch nur anerkennen wollte. Dafür gibt es welche, denen der Status als NS-Opfer aberkannt worden war, weil man später draufgekommen war, woher er rührte. Es gab einige Konzentrationslager, die nicht der große Winkel als Kennzeichnung für Homosexuelle verwendet haben, sondern unter anderem auch den roten Winkel, der eigentlich für politisch vorgesehen war. So ist es ein Fall, ein Fall können wir nachweisen, einem Homosexuellen gelungen, einem homosexuellen Mann gelungen, sich in der Nachkriegszeit politisch verfolgt zu deklarieren, als man allerdings draufgekommen war, dass er in 1929 SB im Konzentrationslager, ich glaube es war Passau, wenn ich mich erinnere, gesessen ist, hat man ihm diesen Opferstatus tatsächlich wieder aberkannt. Teilweise wurde die Verfolgung mit demselben Personal an Polizeibeamten, sie galten ja als Spezialisten, oder an Richtern fortgeführt. Statistisch lässt sich belegen, dass Mitte der 1950er Jahre die Verfolgungsintensität nach einigen Nachkriegsbeginn schwächeren Jahren wieder auf hohes Niveau steigt. Mitte der 50er Jahre haben wir doppelt so viele Verurteilungen wie 1937, also im austrofaschistischen Regime. Das nur sozusagen zur Situation von Schwulen und Lesben auch in der Nachkriegszeit, also in den 1950er Jahren. Das entsprach ungefähr dem Niveau von 1950. Die statistisch stärksten Jahre waren 1938 und 1939. Dass es danach die Verfolgungsintensität wieder abnimmt, ist kriegsbedingt auch damit zu erklären, dass die meisten sexuell aktiven jungen Männer, die ja der Verfolgung ausgesetzt waren, in der Wehrmacht waren und sie damit aus der Zivilgerichtsbarkeit herausgefallen ist und der Militärgerichtsbarkeit unterlegen sind. Zu dieser gibt es bislang überhaupt keine Forschungen in Österreich, wie die mit Homosexualität umgegangen ist. Ich möchte ein Fallbeispiel nennen, das von Adalbert Fahr. Also in der Nachkriegszeit ging man sogar so weit, dass bedingte Strafen aus der Nazizeit oder aufgehobene Strafen bei einer erneuten Verurteilung fällig gestellt wurden. Adalbert H. erhielt 1940 einen Aufschub für seine einjährige Kerkerhaft, weil er sich zu einer Bewährungskompanie an die Front meldete. Er überlebte diesen meist tödlichen Einsatz, was ohnehin schon als Glück zu bezeichnen ist, und beantragte im Zuge der Generalamnestie von 1946 die Löschung seiner Strafe, was allerdings abgelehnt wurde. Es wurde in praktisch allen Fällen bei dieser Generalamnestie 1946, wo sogenannte typisch nationalsozialistische Verbrechen wie zum Beispiel das Hören von Feindsendern bei der Amnestie unterlegen sind, wurden praktisch alle homosexuellen Fälle abgelehnt. Als er 1949 von Adalbert H. erneut straffällig wurde und nicht einmal wegen § 129 1b, sondern wegen angeblicher Urkundenfälschung, wurde vom Landesgericht Wien der 1940 erteilte Strafaufschub vom selben Richter Schiffengruber, der ihn 1940 verhängt hatte, widerrufen. Da auch das Oberlandesgericht eine Beschwerde ablehnte, musste Adalbert H. 1952 seine von einem nationalsozialistischen
Schnelldurchlauf, die Jahre 1971 bis 2005. Nach der Abschaffung des Totalverbots wurden neue Sonderparagrafen eingeführt. Paragraph 209, unterschiedliches Mindestalter, 210, Prostitution, 220, Verbot der Werbung für Homosexuelle, 221. Sammlungsverbot, der letzte, der abgeschafft wurde, war Paragraph 209 und das war 2002. Der schon erwähnte Grazer Historiker Hans-Peter Leindern in seiner Auswertung der Kriminalstatistik der Österreichischen. In 50 Jahren, von 1900